Hi and welcome back to Everlasting Blood with Snowy. Hello and welcome back. Oh, we're about to discover some more places. That like sounds this wonderful. One, the baby oh my music goodness. Oh, I love the baby music. Oh wait, the sparkles up in the upper corner. There. Oh my god, what's this? It's a bear. It sparkles! Oh yeah, oh my goodness. We've seen so many bears lately. It's a sign. Aww. A good sign. Wow. Oh yeah, didn't we have a map? Find the map. Oh, you're right, we did. Somewhere in the swamp or something. Swamp up there. Okay. Oh my goodness, there are so many places to explore still. And we haven't even seen all the cities yet, have we? No, we haven't. We still need like 2 castles. Wow, what a big world. I know. Did we even check if Darcius and Alita have something new after the stone fragments? Oh, I don't remember. I guess we need to pick up our money anyway. Oh, me too. Is it here? Tree and bridge. Okay, never mind. Oh god, fly sounds always make me think of that host in Bloodlines. Is this not it? It has a bridge on the other side in the map, I think. Oh yeah, you're right. Where could it be? Somewhere. Oh, that looks right. Okay. Oh no, here he comes. Oh, these are such huge mosquitoes. No, you're right. I've seen that patch of grass and those 2 trees. Have we already been here? Have we? Well, I mean, the flag is... The flag was already there. Yeah, we've already been here, but I didn't think we got the treasure. Right. Oh. There we go. He's so cute. I love that animation so much. Room of Doom.
Ordination. Wow, 4 of them. For everyone. Oh no. Well, at least they die with one hit. That's true. Okay, bye. Bye. Disgusting place. Sorry. Where? On the side, right there. No, I meant to pick up the thing. Asgard, how could you? Terrible. Oh my goodness. Now the long neck bugs are coming for revenge. Long neck. I bet they're caught like that, like daddy long legs, daddy long neck. The daddy long necks. Want to see the daddy long necks? Sure. Oh my goodness, he doesn't have a long neck at all. Is that the tail? Yeah. God. Bye. No more flies. Oh my god, blobs. Oh, it's so big and open here. Oh, thank god. I want to play a note. Aww. That's so cute! Oh my goodness! That's so disgusting! That's not what I was expecting to see! I was expecting something cute, and then it felt fucking gross, even more than the monsters in the mirror forest. That's true. Disgusting, I don't want to see you again, go away. Right, didn't we forget to visit that little girl? I don't know if she's a little girl.
Oh, I'm not sure. Ooh, a spooky swamp. Oh. Oh, the mousies are so cute. Oh. Oh, right! I remember this now. Hello. Look at the giant teddy. Oh, so cute! Was ist das denn hier? Skelette zu dieser Zeit? Nun start nicht so, Chili Willy. Wir haben Gäste und die wollen wir doch nicht verscheuchen. Ja, Herrin. Und ihr hört auch auf zu starren, als wären wir rosa Hasen. Fühlt euch hier wie zu Hause, aber fasst nichts an, ja? Na, ihr Fleischbeutel, wollt ihr mal ein paar richtig schicke Witze hören? Ich warne euch vor. Die sind was für Erwachsene und schwärzer als mein Mantel. Wenn ihr das nicht vertragt, lasst es besser bleiben. Leg los, I think we lose humanity for listening to them. Oh no! Spitzt eure Fleischohren, es besteht Gefahr auf zerrissene Lachmuskeln. Was ist der Unterschied zwischen hungrig sein und läufig sein? Was du mit dem Baby machst, Gott. Bah, lange her, dass Hautträger hier unten waren, von unserer Herrin mal ganz abgesehen. Wenn ihr schon mal hier seid, könntet ihr euch auch gleich nützlich machen. Ah ja, und wie genau? Ich brauche für meine Tränke verschiedene Materialien, die aber nicht so leicht zu finden sind, Weichköpfe. Wenn ihr mir ein paar bringt, gebe ich euch dafür etwas Knochenstarkes. Dann sag uns doch mal, was du genau brauchst. Die Herrin hat mir die Aufgabe gegeben, einen neuen Schattenschleim als Abwehr für die Glooms draußen herzustellen. Diese Glotze werden immer aufdringlicher. Dafür brauche ich aber noch 10 Schattenpulver und 5 heilige Sand. Kriegt ihr das hin, Warmblüter? Oh, do we have warm blood inside us? 10-mal Schattenpulver und 5-mal heiliger Sand. Ja, das lässt sich machen. Knochig. Lasst euch nicht zu viel Zeit, sonst bestraft mich die Herrin knochenhart. Do we have shadow powder and holy sand? Am I blind? Wait, was it beside it? Or no? Holy sand. Oh, I am blind. Okay, we have enough. Bonjour, ihr Blutfässer. Ich köchle noch immer an meinen Tränken, aber ich brauche jetzt wirklich langsam mal die Bonuszutaten. 10 Schattenpulver und 5-faliger Sand. Habt ihr den Stoff? Hier hast du deine Zutaten. Damit dürfte deine Herrin zufrieden sein. Ah, Bon Appetit. Wobei sie nie zufrieden ist. Hey, nicht einschlafen, Knochenschädel. Wir haben dir den Kram nicht für eine Beförderung gebracht, sondern aus purem Eigennutz. Was ist, wo ist unsere Belohnung? Ihr Hautmäntel und euer ewiger Materialismus. Mich interessieren solche Dinge nicht, die Bohnen. Ich bin ja kein düster Schreck. Ich halte mein Wort. Hier, mit diesem kleinen Gebräu dürft ihr etwas robuster werden, knochig quasi. HP and MP increased. No, wow. Widerliches Gebräu. Ich sag's ja immer, ohne Geschmacksnerven ist man besser dran, Schätzchen. Kommt mal wieder vorbei, wenn ihr was von dem Zeug dabei habt. Bei den ganzen Glooms da draußen werden wir wohl noch eine ganze Weile Bedarf nach knochenharten Abwehrmitteln haben. Und bevor die Herrin schimpft, oh wei, oh wei, oh wei. Hey, level up. Teeparty à la Lambda Delta steht hier. Seltsames Buch. Und hier ist noch etwas. Epitaph der Goldenen. Diesmal Vorwarner. Der den Schlüssel erlangt, muss gemäß der Regeln ins goldene Land reisen. Im ersten Zwielicht
bringe die 6 vom Schlüssel erwählten als Opfer da. Oh mein Gott, das sounds like a riddle again. Im zweiten Zwielicht sollen die Verbleibenden die sich Nahestehenden zerreißen. Im dritten Zwielicht sollen die Verbleibenden meinen Namen preisen. Im vierten Zwielicht sollst du den Kopf durchbohren und töten. Okay, maybe not. Im fünften Zwielicht sollst du die Brust durchbohren und töten. Im sechsten Zwielicht sollst du den Bauch durchbohren und töten. Okay. Im siebten Zwielicht sollst du das Knie durchbohren und töten. Im achten Zwielicht sollst du das Bein durchbohren und töten. Im neunten Zwielicht soll die Hexe wieder auferstehen und niemand wird überleben. Im zehnten Zwielicht soll die Reise enden und du wirst die goldene Hauptstadt erreichen. Oh mein Gott. Klingt nach einem Rätsel. Eher nach einem makaberen Gedicht. Kommt, verschwenden wir unsere Zeit nicht weiter damit. Den lasst ihr besser in Ruhe. Sieht süß aus, aber bevor ihr euch verseht, hat er euch einen Vertrag aufgeschwatzt. Oh mein Gott. Es handelt sich hierbei um den Zugang zum Schlafzimmer einer Dame. Heißt für euch Fingerdeck. Okay. Ihr seid keine Menschen, das spüre ich, aber was ihr seid, weiß ich nicht. Die interessante Frage wäre, was bist du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Menschenmädchen in deinem Alter schon Skelette beschwören kann. Menschenmädchen? Macht euch nicht lächerlich, ich bin eine Hexe. Eine Hexe? Die existieren in unserer Zeit so gut wie gar nicht mehr. Ich weiß zwar nicht, was ihr mit eurer Zeit meint, aber Hexen existieren jetzt fast nicht mehr. Ich kenne keine 3 anderen Hexen. Wie kommt das? Gab es mal mehr von euch? Für Nichtmenschen seid ihr recht unwissend. Wie die meisten der Nichtmenschenvölker wurden auch die Hexen damals vom letzten König fast ausgelöscht. Meine Familie war eine der wenigen Hexenzweige, die sich verstecken konnten. Darum lebe ich auch seit dem Tod meiner Mutter hier, um den Clan oder den Menschen keine Angst zu machen oder mit diesen widerlichen Elras verwechselt zu werden. Letzter König. Irgendwie wundert es mich nicht, dass ihr auch das nicht wisst. Vergesst es, es ist eine Kamelle der Vergangenheit. Jedenfalls bin ich eine der letzten Hexen. Mir fällt gerade auf, du da siehst aus wie ein Mitglied des Clans. Du willst mir doch keinen Ärger machen, oder? Ich wüsste nicht warum. Ich glaube nicht, dass der Clan schon mal mit Hexen zu tun hatte. Von Beatrice vielleicht mal abgesehen. Aber solange du niemandem etwas tust, gibt es keinen Grund, dich unschädlich zu machen. Was ist los? Du bist ja kreidebleich. Sagtest du gerade Beatrice? Kennst du sie etwa? Was? Ich? Nein. Also ihr seid nicht meine Feinde. Darum dürft ihr euch hier umsehen und meine beiden nutzlosen Gehilfen gerne zur Hand geben. Zu großzügig. Sarkasmus? Nur ein bisschen. Akzeptabel. Ich bräuchte auch ein paar Sachen, wenn ihr noch Zeit habt. Macht euch einfach bemerkbar. Sicher doch. Und jetzt geht immer so ein Joke. Ich weiß nicht, ob Glaube Berge versetzen kann. Aber ich habe gesehen, was er mit Wolkenkratzer macht. Oh. I don't understand it. It's okay. Du sagtest, du brauchst Hilfe. So ist es, werte Gäste. Wisst ihr, einmal im Jahr verlasse ich mein Versteck, um in jeder der neuen Clanstädte eine magische Sphäre zu verstecken. Diese Sphäre zeichnet alles auf, was um sie herum passiert, so dass ich durch sie trotz meiner Isolation über die Welt und das Leben der Menschen lernen kann. Nun tobt aber gerade ein Krieg da draußen. Und du kannst die Sphäre nicht einsammeln. Nicht ohne Risiko, nein. Würdet ihr sie mir bringen, als magische Wesen müsstet ihr sie ohne Probleme wahrnehmen können. Ihr bekommt von mir für jede Sphäre ein Danke. Wir holen die Sphären. Ich weiß das zu schätzen, wirklich. Ich bin gespannt, wie sich das Leben der Menschen im Zuge des Krieges verändert hat.
Wir sind bald wieder mit deinen Sphären hier. Gain request. Don't know if I can translate the joke. It's okay. You don't have to. Something about the World Trade Center. Hello, you're not looking in the right direction. Oh, they're looking at us. Oh my god, you're right. They're looking right into the player's soul. Like the same three chests in a row with vampire stones and that spell. Oops. Okay, bye. We should get these spheres sometime. Okay, cool. But I want to explore some more. How about this place? Oh, he looks like he's floating. He's just bouncing along. Oh my goodness. What's this again? Didn't it have different songs? Yeah, the other time you did it, it had a different song, I think. Oh, there we go. Did I pick up the yellow sparkles? I don't remember. Okay, I didn't see them. Oh. So triumphant. Hello. Hello. What is that? She's cute. Haven't explored any towns yet. I mean, the destroyed ones. Oh my god, not another swamp. Okay, I guess Melzahn is right there. Or was that Glendale? No, it was Melzahn. Oh my goodness! So big. Giant. Oh my god, I hope he's cute. Oh, me too! Who's it gonna be? Oh my god! Oh, he's kinda cute. Oh, looks yeah. Like he's pregnant. Okay, they're pretty high level. Oh, I hope we get a lot of XP. Maybe. Wow, what an intense battle. Okay.
Oh my god, the waiting. Oh god, I know. I mean, I like that everyone attacks immediately when you pick them, but I don't like the waiting. Yeah. Oh my god, I think there will be a lot of battles here. Oh. Oh god, that noise is horrible. I know. Disgusting. My god, I can't even see these things. Oh my god. I think we are done here. I think so too. Thank god. Hello, Melissa. Ooh. It's been so long ago. Oh my god, that reminds me that I was trying to make a long play of Vampire Stone 1, but then something came up and I haven't worked on it in forever. Hello. Oh, thanks. Oh, okay, fine. I thought he would leave. Oh, cute. The furries! Furries are back. Oh. Was that? So Yuri, I was doing that for a moment. Tja, die Bewohner aus Melsern hatten wohl nicht zu lachen. Wie grausam. What was that? I don't know. Creepy music. The toilet. How did they have a toilet? I don't know. Oh my god, there's a teleporter. But I'm not sure if we can get there or only the teleporting stone, I guess. Oh, me too. Reminds me of Vampire Stone 1. Oh. Oh my god! Ah. Oh. At least the kitty's fine. That's the most important thing. I wish you could make a zoo for all the animals. And the abandoned. I guess it's just cats and dogs. Okay, why would you put cats and dogs in a zoo? A shelter. Oh my god, what if you could pick monsters to make a zoo with them? But you have to catch them yourself like Pokemon. Aw, oh, that's so cool. God, how cool would it be to like catch new companions for your group? But this isn't the right game for that. Oh yeah, that's true. I guess you kind of do with vampires, but they all end up like the same. Yeah, I guess. I guess it'd be too much work to. Oh yeah. Remember in the special edition, all the skeletons have a different dialogue. That was really cool. Oh, that's nice.
Hello, Mister. Oh, hello. So much destruction. Also haven't talked to your Johann or Cass, but I guess we don't need to talk to him, I don't know. Oh! Ooh, big boy chest. My god, didn't even close again. Maybe it wasn't supposed to. Oh my goodness, here he comes. My god, it's the triplets. Aw, cute! I always forget that New Year is a teen or so. Oh, right. I guess he would have done that anyways after you came back up, though. Yeah, but I could have gone there first. Aww. Curse you, respawn! Oh god, hello. Probably don't have the place for her. Der Schmerz, den wir alle teilen, unsere Heimat, unsere Liebsten, fort. Verstehst du uns? Wir verstehen, wir sehen, wir fühlen. Ihr könnt uns helfen, könnt uns lindern. Wir wollen euch helfen, aber dafür müssen wir euch an einen anderen Ort bringen. Ja, weg von diesem Ort, weg von den Erinnerungen. Unsere Seelen jauchzen nach heiligen Bergen in friedlicher Stille. Ein Ort ohne Schmerz, ein Ort voller Reinheit. Ich glaube nicht, dass wir einen solchen Ort besitzen. Noch nicht. I know where it is. I didn't get it yet. Let's need to check out the stuff here. Okay, cool. Hello. Daily Werewolf. I guess we need to torture the elves as well. Oh, I forgot about torturing. Let's see. Hello. Oh, my favorite. Oh. Rede, du Wurm. Lass mich gehen. Los, rede. Wo sind die anderen Schreine? Der Schrein des Wassers ist in einem kleinen Teich nördlich des großen Vulkans. Ein kleiner Teich nördlich des großen Vulkans. Okay, das merke ich mir. Und die anderen vier? Ist nur umgefallen. Okay. Until next time.
see, who has the least amount of spells? Valna, but I don't think Valna can learn silence. Oh. Mein Gott, das Leno-Schnelligkeit. No way, Oscar knows it. No, he doesn't. Didn't you know that spell? I wish you could delete spells. This would make more sense. But I'm not sure if it even works. I guess I have to paralyze thing. But I'm not sure if bosses are immune to everything or something. Oh, I don't know either. Hello. Okay, nothing new here. Anything new here? Okay, let's do what I was actually going to do. Okay. Get that place for the blood witness, is that the English word? I guess so. Oh. I thought her name was blood thing. Blood thing? Oh yeah, Blutzeug. Zeug is witness. Oh. Geeigneten Verstecker aus. Oh, can we go in there now? No, he doesn't want to. Oh. Oh wait, I forgot about the key we got. What was that for? It was for another place. Oh, okay. That's still a while. Ich denke, unsere Basis im Tempel der Heiler könnte euren Schmerz lindern. Dort ist es jetzt äußerst friedlich und es wird euch niemand stören. Wir jauchzen, wir wollen, bringt uns. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Na, hoffentlich sind die nicht gefährlich. Diese Jammerlappen wohl kaum. They're kind of cute and sad. Yes, secrets. Oh my god, I remember this. Oh my goodness. According to the book, was Valna's first time of going into frenzy state. Aww. That's pretty cool. Hello. I like saying hello. How friendly of you. But they don't want to say hello. How rude of them! I know. Should have probably drank their blood. Should have sucked them off. As a translator would say. My god, why did I go up again? God, I'm confused as usual. My god. Oh my goodness.
Do you think there's a difference between the red and the yellow one? I don't know. That's a good question. I didn't really think about it. I just thought they were different colors. Yeah. No, what game they're from. Oh yeah, me too. Irgendwas blockiert die Tür von drinnen. Use your whole vampire might and crush it open. Okay, yeah, I have not seen a dog yet. Oh no. Oh no. He looks like a little piggy. Oh, he does. Oh. Diese Bücher sind zwar noch sehr gut erhalten, aber für uns leider völlig unnütz. Weil der Diary hätte gern. Sieht aus, als wären hier einige Trainingsbücher. Damit können wir zumindest sicher unseren Kriegern noch den ein oder anderen Kniff zeigen. Vampire Warriors plus one. Teleportation Stone, mein Gott, weniger den Loot hier. Oh, I wonder where that one will take us. Yeah, me too. What did you already use it, I think? Oh. Yeah, we have it twice now. Oh. Okay, that's it for Manson, I guess. Let's see where this map takes us. Ah, isn't that the forest we've been in? Or maybe not. I don't know. We've been in many forests. Yes, we have. No. See what was faster than them. Maybe the troll woman looks more like a ogre to me. Oh, they are really slow. Good, I think these might be the only ones. They are super slow. Okay, but they're pretty fast in catching us. Okay.
go. Oh. Every time. Oh, yeah. I got the recipe. Ooh. Do we have any more shadow runes? We have some. Lebensegel. Don't we already have that one? I guess not. Okay, that was it with the forest. Yeah. Okay. Yay! Sick. Yeah, this is the main thing. Okay, we have more exploring to do, but I think too late for that at the moment. I think so too. I think too late at the moment was very good English again. I think we could learn another spell. Oh, sure. I'm not sure. Just okay, let's see what we need again. We need tree light, tree shadow, one fire, tree ice. Oh, so exciting. Maybe we can do another one. Two fire. Wow, I need that one by heart. Aww, so impressive. Totally. Okay, now I can make another one, but then I really don't have any shadow rooms left. I bet now I will find the recipe in the forest. Of course. Alright, let's see. We have three spells again. Yeah, that's for you. Can have the comet. Oh, we already had that. Eeny, meeny, miny. Okay. Okay, comet and this one. She knows all the three spells I wanted. She only knows one. Okay. So I need one more comet, one more Dan. And one more Ultima 2. Okay, cool. Cool. Then how about that was it for today? That sounds good. We're still gonna spend a long time exploring, or maybe not, I have no idea. I didn't count. Maybe Aurel will be done soon. Might already be done, but if I don't forget, we can check that next time.
Sound good? Sounds good. Okay, good. Until next time, bye bye.